Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Tut mir leid, dass gestern keins kam. Ich war mal wieder total platt irgendwie. Die Erkältung macht mir wahnsinnig zu schaffen. Deswegen gibt es heute erst wieder ein Video. Ich vlogge heute für euch auch ein bisschen, damit ihr dann sozusagen die nächsten Tage trotzdem Videos kriegt. Auch wenn es mir nicht ganz so gut geht. Ich hoffe, man sieht mir das auch nicht so doll an. Doch, man sieht es mir doll an. Ne? Oh, scheiße. Egal. Heute soll es um das Buch Liebe und andere Fremdwörter von Erin McCahan, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, aus dem FJB Verlag geben. Das Ganze kostet neu 16,99 Euro und das ist, glaube ich, letztes Jahr erst erschienen. Ich gucke das jetzt einmal für euch nach. Genau, das ist 2015 erschienen und ich habe dieses Buch gesehen und fand es total ansprechend, einfach weil ich diesen dieses kitschig verspielte Cover richtig gut fand. Und als ich mir dann noch den Inhalt durchgelesen habe, hat es mich irgendwie total gepackt. Hier geht es nämlich um Josie und Josie hat einen IQ von unter einem Punkt, ich glaube ein Punkt mehr, nee. In diesem Buch geht es nämlich um Josie und Josies IQ liegt einen Punkt über dem Status Ginny. Also sie ist ein sogenanntes Ginny und in dieser Geschichte geht es nämlich um die 15-jährige Josie und Josies IQ liegt einen Punkt über Ginny. Und ja, Josie kann sich eigentlich fast alles erklären oder lernt einfach alles wahnsinnig schnell und kann es abspeichern. Doch in puncto Liebe braucht sie definitiv noch Nachhilfe, denn dort hat sie gar keine Erfahrungen und weiß eigentlich auch nicht, was es so wirklich auf hat mit der Liebe. Ist das irgendwie wissenschaftlich erklärbar oder doch alles einfach Biologie? Das müsst ihr selber herausfinden, was Josie in ihrer Geschichte erwartet und mit wem sie alles zusammentrifft. Das ist ja das Geheimnis hinter diesem Buch. Mir hat es gut gefallen. Ich habe das Ganze angefangen mit der lieben Lena als Hörbuch zu hören und ich fand das Hörbuch sehr, sehr charmant, sehr, sehr witzig und spritzig, hat mir gut gefallen. Allgemein, der Schreibstil in diesem Buch ist einfach locker, leicht, sarkastisch, hat so einen Hauch und Charme von Bones. Also wenn ihr Temperance Brennan aus der Serie Bones mögt, dann solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen. Das Ganze hat so einen Charakter von ihr und ist auf diesen nerdy Greek Trip hier und das hat mir gut gefallen. Ich mochte Josie als Protagonistin. Die ist echt spritzig und mal anders und haut raus, was sie so denkt. Also sie denkt nicht groß darüber nach, was sie sagt, sondern haut es einfach raus und kann einem Thesen zu zigtausend unterschiedlichen Sachen machen, die eigentlich niemand wissen muss. Zum Beispiel, wie viel Ratte wir alle in unserem Leben in unserem Hackfleisch essen. Mir ist dabei irgendwie das Hackfleischessen so ein bisschen vergangen. Ich weiß auch nicht. Ich fand es aber wirklich, wirklich gut. Diese Geschichte ist natürlich wahnsinnig durchschaubar. Ich meine, man weiß von Anfang an, worauf das hinausläuft und man weiß auch von Anfang an, auf wen das hinausläuft, finde ich. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil hier einfach so viele Facetten sind, die das Ganze spannend und interessant machen. Wir haben hier unterschiedliche Schreibmethoden, nämlich einmal Briefform, SMS-Form und den normalen Erzählstrang aus Josies Perspektive. Ich finde auch Josies Umgang mit ihren Mitmenschen ist richtig genial und lustig. Also hier ist, denke ich, für alle, die Humor haben, etwas dabei und die einfach über das Fremdwort Liebe mehr erfahren wollen. Ich denke, es ist auch eine Geschichte, die eher für Jüngere angesiedelt ist, aber sie hat auch mir wahnsinnig Spaß gemacht mit meinen 27 Jahren, weil Josie einfach schon, wie sie selber sagt, 30 ist. Von daher findet man da auch, wenn man schon älter ist, so ein bisschen den Charakter von Erwachsenheit. Man merkt aber auch, dass Josie halt nicht in allen Dingen so reif ist wie kognitiv und das hat mir echt ganz viel Freude bereitet und das hat die Autorin super gut rübergebracht. Sie hat dieses Hochbegabte, dieses ein bisschen sozial Geminderte richtig gut rübergebracht. Das hätte ich mir gar nicht so erträumt. Ich habe das Buch damals auch sehr, sehr günstig auf Amazon gekriegt, weil es einfach, glaube ich, gar nicht so bekannt ist und das ist so wahnsinnig schade, weil dieses Buch einfach total viel Potenzial hat. Es ist richtig gut, es macht richtig Spaß und ihr solltet hier alle reinschauen. Josie hat auch einfach Fragen so auf den Kasten, die genial sind. Also allein auf diese Idee als Autor zu kommen, das ist unglaublich. Hier steckt unglaublich viel Charakter drin und unglaublich viel Charme und
Es ist eine Geschichte, die einem einfach Freude bereitet. Und jeder, der so Contemporary-Romane mag, der sollte hier auf jeden Fall in dieses Genre reingucken, in dieses Buch reingucken. Es lohnt sich auf alle Fälle. Also das ist ein echtes gelungenes Meisterwerk aus diesem Genre. Für mich hat das 4,5 Sterne gekriegt. Ich habe es, glaube ich, bei Goodreads mit 4 bewertet, weil ich es an einer Stelle nicht ausgearbeitet genug gefunden habe. Das war mir dann zu schnell abgespeist. Da gab es nicht genug Erklärungen für mich. Ich finde aber ansonsten ein rundum gelungenes Buch. Ich kritisiere hier auf sehr, sehr hohem Niveau. Auch das Hörbuch macht sehr, sehr viel Spaß. Die Sprecherin ist echt cool. Die hat die passende Stimme zu Josies Gedanken und macht das sehr souverän und mit einer Betonung, die einfach passt. So hätte ich mir Josies Sprechart tatsächlich vorgestellt. Also kann ich euch auch das Hörbuch wärmstens empfehlen, aber auch das Lesen macht richtig viel Spaß. Und ja, ich denke, jetzt wiederhole ich mich. Wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, schreibt mir gerne mal, wie es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schaut hier rein. Das ist echt empfehlenswert. Es macht Spaß und es ist eine locker leichte Lektüre. So für alle, die ja auf so Sommerbücher oder so Liebesgeschichten stehen. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!